Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo wir noch in unserer Hauptkolonie ein kleines bisschen Bestandsaufnahme betreiben. Auch der Bini ist leider so ein bisschen dahingerafft, kann man nicht ändern. Und ja, hier sind so langsam die Skelette sogar schon am Verwesen. Es ist nicht alles optimal in dieser Kolonie, dafür sieht es in der anderen derzeit umso besser aus, zumindest was den aktuellen Stand angeht. Der sagt natürlich herzlich wenig darüber aus, wie es noch tatsächlich werden könnte, aber sind wir einfach mal positiv, es wird schon irgendwie werden. Ja, hier haben wir noch immer ein paar Verletzte. Aber der Panikwoven Joker, der ist endlich wieder fit. Das gefällt mir schon mal. Und ich habe hier Anregungen bekommen. Kann ich eigentlich mal ein bisschen darauf hinarbeiten? Warum nicht? Gucke ich mal ganz kurz. Was habe ich denn hier alles? Ich habe eigentlich Metall ohne Ende. Deswegen können wir eigentlich die Stahlbrücke hier machen. Warum nicht? Ein bisschen Heavy Metal. Ach du. Oh, nee. Ich ruder doch mal wieder zurück. Das war mir etwas zu viel an Stahlkosten. Marmorblöcke. Mache ich erstmal hier so auf dieser Seite. Wird teuer genug, sage ich mal. Wird teuer genug. Aber ich gehe es trotzdem mal ein, das Risiko. Und baue hier quasi eine zweite Geschützreihe, wobei ich hier noch nicht alle voll gebaut habe. Das war die Frage, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Andererseits, es wird schon nicht unser Schaden sein, hoffe ich. Das Problem ist, wenn da so ein Ding explodiert, dann kann es auch wieder Probleme machen. Ach! Ich erkenne das Problem. Ich habe Angst vor Massenexplosionen, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Vielleicht geht es ja gut. Histrionisch. Ja, Hauptsache nicht intrigant. Das habe ich hassen gelernt irgendwie. So, war auch Marmor, ja. Da haben wir Kalkstein. Es läuft alles wieder so langsam. Auch hier Fleisch haben wir derzeit wieder ein kleines bisschen was auf Tasch. Dann gibt es hier noch die Nashörner, die wir angehen können. Wobei wir haben hier auch, warum nicht, Wildschwein. Da freut sich der innere Obelix von uns. Hier muss ich noch ein kleines bisschen was an... backen. Ja, wo baue ich denn am besten ein bisschen Metall ab? Hier haben wir noch immer. Ja, das ist gut. Da können wir weitermachen auf jeden Fall. Darauf lässt sich aufbauen. Und ich habe hier auch noch tatsächlich einige Vorräte. Das ist gut, ist das. Ja. Yeah. Können wir nochmal, wie viel braucht das denn? Wie 12 Stahl. So gering hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Na gut, dann lässt sich daraus durchaus noch was machen. Dann kann ich noch Granit, Sandstein. Nö, nehme ich Granit. Granit ist schön stabil. Dann mache ich das noch irgendwie. Machen wir mal so hier und dann basteln wir auch das noch hin. Und dann brauche ich hier auch diesen Bunker gar nicht mehr. Der ist ja hier nie Befehl. Plan entfernen. Ja, nehmen wir das. So können wir endlich arbeiten, glaube ich.
Man muss es nur wollen. Psychische Beruhigung war das, glaube ich, ne? Ja. So mag ich das. Es gibt doch noch gute Nachrichten. So, und eigentlich können wir auch mal gucken. Wir haben hier jetzt unseren wunderbaren Raum hier und auch das erste Holz scheint gefällt worden zu sein. Yeah. Ja, dann können wir hier noch ordentlich aufbessern demnächst. So, Sonnenfinsternis. Ja, nicht so schön. Zumindest für die Kolonie. Aber auch noch nicht besorgniserregend. Oha, was haben wir denn hier für Besucher? Ah, in der Kolonie. Na dann gucken wir doch mal, was haben wir für... Oh. Zwar 61 Jahre alt, aber C, das ist nicht schlecht. Ein Masochist, ja, das gibt ihm das Seine. Und Nudist. Interessante Mischung. Nervige Stimme. Nana. Nana Leblanc. Flatterhaft und aufreibend. Bewegungsfauler Vielfraß. Der sich allerdings selbst weigert zu kochen. Wisst ihr Bescheid? Nö, da würde ich den hier mal am ehesten. Probieren wir mal. Wir brauchen 6 Befreundete mit Meinung 21 plus. Ja. Sportlich, aber nicht unschaffbar. Mal sehen, wann sich hier jemand um die Verbrennung kümmert. Hoffentlich bald. So, hier geht ja die potenzielle Verteidigungsanlage weiter. Mal sehen, wann hier noch weitere Bäume gefällt werden. Ja. Geht doch. So, können wir auch nochmal hier, ja. Sicherheitsleine muss auf jeden Fall sein. Nie ohne doppelten Boden springen, ne? So, Behandlung benötigt. Wo denn das? Ach, Rachel, tu dich mal nicht so. Oh, ich muss hier allgemein mal kurz gucken. Kräutermedizin, Kräutermedizin und Kräutermedizin. Hier habe ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt, oder? Glaube zumindest. Beschränkung. Nee, nicht Beschränkung. Zuweisung. Mr. Junior, Kräutermedizin. Abernathy, Kräutermedizin. Ach ja, stimmt ja. Abernathy war ja neu. Muss ich Abernathy hier noch Beschränkungen geben? Oder Arbeit? Ja, hier. Ja, 2 Ärzte haben ja der. Lassen wir mal sein, erstmal. Kochen ist vorhanden, ja. Muss ich mal kurz gucken, was kann Abernathy überhaupt? Mr. Abernathy. Oder Mrs. Abernathy eher. Was haben wir denn da? Bergbau, auf jeden Fall. Bergbau, Pflanzen, Kochen. Das sind so die Grundpfeiler dieser Persönlichkeit. Na dann, Bergbau, machen wir mal 2. Dann machen wir hier mal da 2 und hier sogar eine 1. Bam! Können wir Tanky auf 2 machen bei Bergbau. Ja, das ist gut, das ist sehr schön. Das, so mag ich das auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so einen Alpha-Biber, der hier so rumbiebert, wie so ein Biber halt so biebert, wenn er so rumbiebert. Warum nicht? Hier wird schön weitergebaut und wir haben eine Bumalope im Nahrungslager. Wie kam die da rein? Ich weiß auf jeden Fall, dass die genug zu essen hat. Das ist das Problem. Wir können die natürlich zähmen, um sie dann kaputt zu machen. Ja, warum nicht? Das klingt nach einer Idee. Klingt nach einem todsicheren Plan. So, hier geht's auch weiter und es gibt ein verrücktes Tier.
Aber nur eines, das ist schon mal ganz brauchbar. Können wir eigentlich abwarten. Wenn es nur eines ist, dann muss es sterben. Oh yeah. Flieh, du Narren! Nee, du Narr. Ist ja kein Weibchen. Ich kenne meine Kolonisten, man merkt es. Nicht. So, da haben wir auf jeden Fall kaputte Macht. Oh ja, die Wasserschweine. Oh, das wird interessant. Wir könnten eigentlich richtig rumbomben mal. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Und hier wird auf jeden Fall gut gebaut. Können wir hier noch so eine Mauer längs ziehen? Warum nicht? Das ist schön, das ist nice. Vielleicht sogar nice ein Stein. Und Luborf, du kannst eigentlich mal Leute verbrennen gehen. Das kann ja eigentlich jeder. So. Ich habe entschlossen, dass du das machst. Weil du es so gut kannst. Du bist die Einzige, oder? Luborf ist doch. Ja, da bin ich mal vom Geschlecht richtig gewesen. Ja, das wäre was gewesen. Erlaube Aussaat. Eigentlich ja, aber es ist so viel anderes zu tun, offenbar. Ah, zumindest hier ist einiges Neues gepflanzt. Das ist schon mal ganz brauchbar. Aber hier ist wirklich enorm viel zu tun. Yes, alle verbrannt. Und wir haben ja hier Waffen ohne Ende eigentlich. Da müssen wir mal sehen. Nee, da will ich nicht. Das kann ich eigentlich wieder. Ist ja perfekt. Das machen wir. So, Dinge und Details. Wo haben wir es denn? War das hier? Schmelzofen elektrisch. Waffe einschmelzen. Nahkampfwaffen, fast alles. Fernkampfwaffen, auch einiges. Bin ich mit einverstanden. Jeder Arbeiter ist auch in Ordnung. Ja, muss eigentlich nur jemand kommen und das auch tun. Was haben wir denn hier? Noch eine Besuchergruppe. Mit dem Bruder von Wuselin, allerdings in der falschen Kolonie. Ach, wie ehrlich. Braucht drei Best-Friend-Kolonisten hier quasi. Mal kurz gucken, was haben wir denn da? Freundlich und gutes Gedächtnis. Das ist natürlich schon mal solide Grundlage. Partylöwe und Raufbold. Das ist auch nicht schlecht. Ah, nee, das sind sogar Fünfe. Oh, ein Pyromane braucht eigentlich jede Kolonie. Ah, psychisch taub. Körperpurist. Das ist nicht gut eigentlich. Und ein Chirurg, also interessant. Ein Chirurg, der aber nichts von Prothesen hält. Ach Mensch, das ist gemein. Eine Nachteule wäre natürlich auch nicht schlecht. Konstruktion, Kunstmedizin, Sozial. Nee, lassen wir mal sein, alles. Glaube ich. Bei denen könnten wir theopraktisch. Gutes Gedächtnis war hier. Aber ich brauche keine Kunst, es sind alles Künstler hier irgendwie gefühlt. Party Löwe Raufbold, das ist mal was anderes. Aber ansonsten, nee. Nee, brauchen wir nicht so dringend. Wird hier gerade gefällt oder was? Nee, noch nicht. Kommt noch. Eieiei, hier schon so ein bisschen am Limit das Ganze. Kopie bauen, ja, wäre gar nicht mal so schlecht. Bauen wir nochmal eine Batterie rein. Warum nicht? Weil wir es können. Och, eine Nahrungsmittelvergiftung. Immer mal wieder was Schönes Neues, wobei es eigentlich auch nicht so neu ist. Hier nochmal irgendwie, wo haben wir denn? Kopie bauen, da ist es doch.
hier fast noch mal ein bisschen. Ja, warum nicht? Machen wir das nochmal so hier. Und dann hat sich auch das. Können wir fast schon so einen Schlauch irgendwie erstellen. Seltene Thrombus, wo denn das? Ach, da. Und ich hatte gehofft an der anderen Kolonie, weil da hätten wir, sag ich mal, zumindest Nahrung gehabt. Aber hey, es ist ja auch trotzdem kein Problem. Mal kurz gucken. Wuselin ist guter Laune, Brian auch. Döner nicht so wirklich. Altern. Ah, der hat gute Laune, Jokum. Das ist gut. Mit der guten Laune, da kann man was mit anfangen, auf jeden Fall. Ketchup. Er hat auch. Ah, so langsam kommt die gute Laune zurück. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Norbert. Und du hast nicht so gute Laune. Wo ist denn hier Daddel? Ach, ich schlaf schon. Haha, macht nix. Ich weck mich mal. Ein Satz, den man nicht überall sagen kann. Aber hier auf jeden Fall. Nö, dann gehen wir mal auf Jagd. Habe ich beschlossen. Dönerfrikadelle, wie war das? Ah ja, da war nicht so dolle. Jo ist ja Pazifist, mit dem ist eh nicht so viel Spaß anzufangen. Müssen wir mal gucken. Fimsi Bimsi, nee. Lubov ist auch nicht so wirklich pralle. Mats. Was hat Mats denn? So, Mats ist in Ordnung. Mats, du darfst mitkommen. Hast auch einen Affen dabei, aber den kannst du mal liegen lassen. Dann gehen wir mal kurz gucken, was die Fleischabteilung sagt. Die Fleischabteilung, die wird schon irgendwas sagen. Bin ich mal zuversichtlich. So, zack. Aufschlafende Viech. Brian. Scheiße. Du gehst mal schön Urlaub machen wieder. Warum habe ich den überhaupt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ihn mitgenommen. Das ist die einzige bekannte Tatsache. Ist bekannt. Odi. Gehen wir mal etwas weiter zurück. Gut, haben wir den auch schon mal weg. Und gehen wir mal weiter hier hin. Ah, greift auch an. Was sind das alles für brutale Wesen? Ui, das ging dann doch ganz flott auf einmal. Zack, 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 das passt alles. Da freut sich die Fleischabteilung. Kommen wir mal hier hin. So, ich hoffe jetzt, dass ich nichts mit Namen getötet habe. Das wäre nämlich für mich recht schlecht. Auch das wird schon gleich wieder aggressiv. Was bin ich umgeben von aggressiven Tieren? Habe ich doch gar nicht verdient. Aber gut, das soll erstmal reichen. Ihr dürft euch tummeln. So, zack, weg mit euch. Nacktheit, unfreiwillig. Abernathy. Wieso hat Abernathy nichts anzuziehen? Ach, weil ich hier keine Kleidung besitze. Ha! Oh Wunder, oh Wunder. Da muss ich vielleicht mal was rüberschicken demnächst, dass Abernathy nicht völlig unbedeckt rumläuft. Müssen wir mal sehen, ne? Irgendwie wird sich schon eine Kapsel finden. Uiuiui. Ich muss noch mehr Sachen herstellen, noch mehr Bauteile. Aber das beim nächsten Mal. Für heute verabschiede ich mich nämlich. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.